Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist es mal wieder so ein Video. Wir haben irgendwie jedes Jahr so ein Silvester-Neujahrs-Video und tatsächlich ist es heute auch an Silvester aufgenommen. Ich bin wieder sehr pünktlich und so. Aber so kennt man mich ja mittlerweile. Letztes Jahr ist es ja eher unpersönlich gewesen, glaube ich. Irgendein Jahr, auf jeden Fall, wo es unpersönlicher war und ein anderes Jahr war es wieder persönlicher. Jetzt machen wir so ein bisschen gemeinsam. Denn dieses Jahr war crazy auf jeden Fall. Es war sowohl gut als auch weird so. Ich meine, gerade so im Januar und so, also ich habe meinen Neffen bekommen. Also ich wurde schon wieder Tante, wollte ich damit sagen. Zum dritten Mal tatsächlich jetzt. Dreimal einfach. Das war zum Beispiel sehr schön. Andererseits wurde ich im Januar ja auch gekündigt. Dazu hatte ich ja auch ein Video gedreht dieses Jahr, wo ich darüber gesprochen habe, wie so meine ersten zwei Jahre Arbeit so aussahen. Das werde ich am Ende von diesem Video verlinken. Das ist auch ein Video, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil ich ganz gut zusammengefasst habe, wie ich mich gefühlt habe, denke ich. Dann habe ich eine neue Arbeitsstelle gefunden und so und war ja auch eigentlich ganz happy und so, weil ich habe ja auch weniger gearbeitet. Die Leute waren ja viel verständnisvoller und so, also es war ganz cool. In der Schule war auch alles supi, wir waren ja auf Klassenfahrt, also habe ich ja auch ein Video gedreht. Hin und wieder war ich natürlich trotzdem sehr gestresst und man hat mir das vielleicht auch teilweise ein bisschen angemerkt. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so auf YouTube unbedingt bemerkt hat. Zumindest haben mal viele bei dem Burnout-Video gesagt so, hä? Konnte ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass das bei dir privat so abläuft. Also scheine ich das ganz gut verstecken zu können. Beziehungsweise während den Videos ging es mir ja auch oft einfach gut. Einfach weil das hier ist ja so mein Safe Place, so, ne? Wo ich halt machen kann, was ich will. Und wo ich einfach glücklich sein kann und einfach meine Gedanken raussprühen kann und teile das ja mit Leuten und das ist total toll und bla bla bla. Jetzt war ja auch wieder die Zeit, wo man mal wieder auf ein Konzert gehen konnte und sowas. Das ist auch total schön gewesen für mich. Also ich brauchte das auch einfach, ne? Also dieses wirklich nur zu Hause sitzen an sich. Ich bin gerne zu Hause und ich bin auch gerne für mich alleine. Aber so auf Dauer, wenn du halt nie irgendwas machen kannst, das ist halt irgendwie auch ein bisschen scheiße. Dann habe ich jetzt ja auch noch einen neuen Mitbewohner bekommen dieses Jahr. Also mein Freund ist ja bei mir eingezogen. Natürlich auch sehr schön für mich gewesen. Ist es auch immer noch. Ja, ansonsten ziemlich durchschnittlich, würde ich sagen. Aber das ist grundsätzlich ganz gut, weil, keine Ahnung, also die letzten Jahre war es immer so, dass es halt sehr, sehr viel Negatives gab. Natürlich gab es viel Negatives in der Welt, so grundsätzlich. Aber für mich persönlich war es eigentlich in Ordnung. Deswegen können wir jetzt ja auch einfach mal über dieses YouTube-Ding hier nochmal weitersprechen, weil wir vergleichen ja immer so ein bisschen. Und ich glaube, das ist das beste YouTube-Jahr für mich gewesen, so. Also es lief ziemlich konstant. Also wenn ich hier mal gerade so schaue, im Januar hatte ich 359 Subscriber und jetzt sind wir bei 444. Schon ganz gut, würde ich sagen. Also es ist vielleicht wenig für den einen oder anderen, aber das habe ich in den letzten Jahren auch schon gesagt, es ist halt immer so diese Entscheidung von einer Person oder von fast 100 Personen, die sich dachten, die ist cool, von der würde ich gern mehr sehen. Oder das hat mir gefallen. Und das sind halt immer so, mein Herz geht da immer richtig auf, wenn ich drüber nachdenke. Einfach, weil ich so mein ganzes Leben lang eher ein Außenseiter war und keine Ahnung. Und wenn dann halt zumindest Menschen im Internet so ein paar da sind, die einen cool finden, ist das total schön einfach. Und auch was die Views angeht, also das ist halt einfach, ich finde das richtig crazy, weil wir jetzt halt eben bald 60.000 Views haben und das sind halt monatlich um die 1.600 Views zurzeit. Also das ist übel crazy, Alter. Also ich weiß auch nicht, was genau passiert ist, dass es dieses Jahr so gut lief. Aber ich glaube, man hat mir auch einfach angemerkt, dass ich sehr viel Spaß mit den Sachen hatte und ich hatte ja auch hier und da immer mal wieder ein paar Ideen und ich habe ja auch das ganze System ein bisschen aufgedribbelt mit den Let's Play-Videos, dass die in einer gewissen Reihenfolge kommen, dass man immer weiß, wann was kommt und dass das halt einfach in regelmäßigen Abständen kommt und nicht 5 Wochen dann mal gar nichts von dem einen Let's Play und so, weil es ist halt einfach scheiße. Auch das mit den 3 Wochen ist teilweise ein bisschen kacki, das weiß ich auch selber. Aber ich schaffe es einfach zurzeit nicht besser. Das können wir vielleicht ein bisschen ändern, sobald ich halt dann frei habe. Mitte Mai bin ich ja dann erstmal 3 Monate frei oder sogar 4, weil ich dann ja meine Abschlussklausuren geschrieben habe. Die sind natürlich nochmal sehr wichtig und danach habe ich halt einfach nichts zu tun. So. Und dann kann ich halt auch
mich einfach um diese Videos kümmern, so, ne? Und dann wäre das halt zumindest dahingehend halt auf jeden Fall besser. Wir schauen einfach mal, wie das dann ausschaut. Aber ja, die Let's Plays kommen halt auch super gut an. Das finde ich total toll. Also, weil ich brauche das auch einfach, weil ich finde es schön, dass Leute mit meinen Geschichten Spaß haben, ja. Und genauso auch die Einzelvideos sind richtig cool geworden. Ich kann ja mal so ein paar persönliche Highlights von mir hier raussuchen von diesem Jahr. Ja, genau. Das Jahr ist ja gestartet mit Part 100 von der 100 Baby Challenge. Stimmt. Am Anfang des Jahres haben wir auch ein Call-Up gemacht mit I Am Not Alone Dear. Ich habe meine Tattoos als Custom-Content erstellt, obwohl das jetzt ja auch schon wieder outdated ist. Aber das Video kam auch sehr gut an, das freut mich sehr. Oh mein Gott, und dann haben wir Sims 2 ausprobiert und da hatte ich ja dann gesagt, ja, vielleicht machen wir ein Let's Play. Und dann haben wir ja wirklich ein Let's Play gestartet. Das ist so crazy gewesen einfach, ne? Also, boah, am Anfang des Jahres lief es auch richtig gut, ne? Weil da habe ich auch die Transition-Mod vorgestellt. Die kam auch richtig gut an. Oh mein Gott, das Problem mit Sims-Stems, Sims-Finds, das hat einfach fast 800 Aufrufe, Bro. Aber ich finde es richtig gut, dass das halt viele Leute gesehen haben, weil es eben ein sehr wichtiges Thema ist. Finde ich sehr, sehr schön. Bin ich ehrlich, dass das halt dann auch gut ankam. Das Sims 3DS-Video, ich weiß nicht, warum das so abgeht. Warum so viele Leute mit Sims 3DS anscheinend irgendwas zu tun haben. Aber das Video kam sehr gut an. Das hat einfach über 800 Aufrufe. Ist eines meiner bekanntesten Videos. I don't know why, aber ich find's crazy. OMG, das EA hält mich für dumm Video. Das habe ich schon wieder fast vergessen, Leute. 7 Tipps, um die Sims 4 entspannter und organisierter zu gestalten. Reden kann ich auch immer noch nicht. Oh mein Gott, das Sims Creepypasta Video. Ich habe echt coole Sachen gehabt dieses Jahr. Mein persönlicher Favorit jedoch war das Video zu Curse Forge. Es haben auch wirklich viele gesagt, dass sie jetzt zumindest ein bisschen besser verstehen, wie das Ganze funktioniert und was der Sinn dahinter ist. Und ich finde das so, so toll, weil A, musste ich mich sowieso ein bisschen selber informieren, weil ich mich ja damit gar nicht so auskannte. Aber halt dieses Recherchieren und so, es hat halt übel lange gedauert. Aber ich bin froh, dass ich jetzt letztendlich anderen Leuten helfen konnte und dass ich mich damit selber ja dann auch informieren konnte. Das hat mich so, so glücklich gemacht. Stimmt, dann ist Generation 2 der Lucky Legacy auch gestartet und das war auch unheimlich cool, dass wir es jetzt endlich mal rausgeschafft haben aus Generation 1. Das hat echt lange gedauert. Aber so ist das, wenn halt nur so wenig Parts kommen. Aber wie witzig ist das, Leute? Das kommende Jahr beginnt einfach schon wieder mit der 100 Baby Challenge. Ich find's großartig, wenn ich ehrlich bin. Aber das Ding ist, das Jahr danach kann auf jeden Fall nicht mit der 100 Baby Challenge starten, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dieses Jahr fertig werden. Es wird nicht mehr lange dauern. Und es ist ein bisschen beängstigender Gedanke, bin ich ehrlich, weil dieses Let's Play einfach... Im April ist das 4 Jahre auf meinem Kanal. 4 Jahre einfach. Das ist fast so lange, wie ich halt diesen Sims-Content generell mache. Wir werden was Neues finden, so ist es nicht, aber es wird mir schon auch fehlen. Den Daily Struggle in der Challenge ist einfach großartig. Also ich bin ehrlich, es ist alles ein bisschen wild gelaufen. Bin mal gespannt, wie lange es dann noch genau dauern wird. Vielleicht werden wir ja pünktlich zum Jahrestag quasi dann fertig. Das wäre schon irgendwie cool, oder? Aber da müssen wir, glaube ich, schon noch ein bisschen ranklotzen, weil ich glaube, es sind noch so... knapp 10 Kinder oder so, könnte knapp werden. Der Algorithmus hat aber teilweise auch ganz wilde Sachen mit meinen Videos gemacht, weil sie irgendwie in den ersten 3-4 Tagen so gefühlt 10 Aufrufe gemacht haben und danach auf einmal wurden die so krass vorgeschlagen, dass es so viele Aufrufe gemacht hat, dass ich mir dachte, hä? Also wirklich, dass ich dann teilweise an die 100 Aufrufe oder so hatte auf Videos, wo ich mir dachte so, hä? Das macht gar keinen Sinn. Aber ich beschwere mich jetzt nicht, ne? Also, ich freue mich, dass Leute meine Videos sehen. Ich gebe mir ja auch sehr viel Mühe damit und so. You know that. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ihr mich hier auf diesem Weg begleitet. Weil alleine bräuchte ich das hier ja nicht machen, so. Weil dann kann ich auch für mich alleine spielen, so, you know? Also, ich finde es einfach schön, dass hier Leute dabei sind und Leute kommentieren und mir Leute liebe Sachen schreiben. Das ist einfach unfassbar schön. Und ich bin einfach unfassbar dankbar, dass ihr halt einfach, ja, hier mit mir seid. Egal, ob jetzt halt wirklich auch was geschrieben wird oder ob nur geschaut wird oder ob ihr mir vielleicht sogar auf sozialen Medien folgt und da vielleicht auch mit mir interagiert oder so. Also egal, ob es in was für ein Support das in irgendeiner Weise ist. Also ich bin einfach froh, dass es da ist, ja. Und das gibt mir halt auch einfach die Power, halt hier weiterzumachen, so, ne. Also ich bin ehrlich, manchmal ist es natürlich schon schwierig, vor allem wenn halt dann so,
ja eben durch meine Depression und so, dass ich halt schnell so das Negative in Dingen sehe. Und wenn ich dann, wenn halt ein Video mal nicht so gut performt, bin ich auch oft direkt so, oh, scheiße, so, warum mache ich das überhaupt noch? Und mich wird doch eh keiner sehen und so, aber rational gesehen stimmt das halt einfach nicht. Also, dafür performt mein Kanal dann doch so gut. Also, weil, wenn ich halt diese Linie sehe, die geht halt wirklich so, ne, nach oben. Und da kann mir keiner erzählen, dass das ist, weil mich keiner mag. Deswegen ja, also ich sprühe einfach nur ein fettes Danke aus. Und ich hoffe, dass ihr mir weiterhin beisteht und dass das kommende Jahr einfach super cool für uns alle wird. Ich wünsche euch nur das Beste, ihr Lieben. Wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Bis dahin und tschüss!